hat eine Aktuelle Stunde verlangt zu dem Thema Krise in den Kinderkliniken, Fallpauschalen abschaffen und Kinder- und Jugendmedizin wieder aufbauen. Ach so, es ist ja eine Aktuelle Stunde. Dann kann ich auch sofort die Aussprache eröffnen. Er steht schon bereit. Das ist Atış Gülpınar für Die Linke. Vielen Dank, Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren. Die letzte Aktuelle Stunde in diesem Jahr beschäftigt sich mit dem Ergebnis eines kaputtgesparten Gesundheitssystems, einem Ergebnis aller Regierungen der letzten 30 Jahre. Und sie wird für DIE LINKE erforderlich, weil auch die jetzige Regierung entgegen großer Worte nicht die richtigen Schlüsse zieht und es so weitergehen wird, wenn wir jetzt nicht sofort handeln, sehr geehrte Damen und Herren. Was ist passiert? Bei einer Umfrage Ende November gab jede zweite Klinik an, dass sie in den letzten 24 Stunden Kinder für die Intensivmedizin abweisen mussten. Nach dieser Kurzumfrage von DIVI, der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin, hatten von den 110 befragten Kinderkliniken 43 kein einziges freies Bett mehr auf der Normalstation. Die Umfrage war Ende November. Dort standen wir am Abgrund. Jetzt, heute sind wir den berühmten Schritt weiter. Eine Rettungsstelle berichtete die Tage, drei Kinder im Flur vor den Untersuchungszimmern die ganze Nacht mit Sauerstoff versorgt zu haben. Für so manches Kind könnte der Wunschzettel an Weihnachten in diesem Jahr recht kurz ausfallen. Gesund werden könnte draufstehen, vielleicht auch nur ein Bett im Krankenhaus. Das ist die Situation in diesem Land, sehr geehrte Damen und Herren. Nun gehören zu den Schwächsten in unserer Gesellschaft gemeinhin Kranke und Kinder. Wenn der ehemalige Bundespräsident Gustav Heinemann mit seinem berühmten Zitat recht hat, dass man den Wert einer Gesellschaft nach ihrem Umgang mit den schwächsten Gliedern bemessen könne, dann ist es bei unserem Umgang mit kranken Kindern nun verdammt schlecht bestellt. Und das Perverse ist, die Überlastung der Kinderkliniken ist nicht neu. Es ist im Gegenteil ein trauriger Klassiker. Die Zeitungen könnten auch alle Jahre wieder titeln, aber sie titeln im November 2019 vor Corona Notfallpatient Kinderklinik. Viele Kinderkliniken operieren jenseits ihrer Kapazitätsgrenzen, insbesondere in der Intensivmedizin. Die Folgen könnten für die Betroffenen tödlich sein. Oder man hört im November 2021 von einem Arzt auf RBB, manche der kleinen Patienten in der Kinderrettungsstelle müsse er bis zu 7 Stunden warten lassen. Und warum ist das so? Weil in den letzten 30 Jahren von allen Bundesregierungen die Kommerzialisierung der Krankenhäuser vorangetrieben wurde. Aber in der Kinder- und Jugendmedizin lassen sich kaum Profite erwirtschaften. Deswegen wurden hier seit 1991 fast die Hälfte der Betten abgebaut. Neben den Betten ist auch die Anzahl der Beschäftigten drastisch gesunken. Die Patientinnen und Patienten nahmen aber zu, in den letzten 30 Jahren um 10%. Und deswegen führt jede kleine Krankheitswelle nah an den Kollaps. Und nun muss das Problem akut angegangen werden, und es muss langfristig gelöst werden. Akut hebelt Gesundheitsminister Lauterbach die Pflegepersonaluntergrenzen aus, einmal mehr. Das bedeutet, einmal mehr werden die Beschäftigten in den Kliniken gezwungen, mehr unserer jüngsten Patientinnen und Patienten gleichzeitig zu pflegen, als sie eigentlich sollten. Oder anders, neben den Patientinnen und ihren Eltern sind es einmal mehr die Beschäftigten, die politisches Versagen ausbaden müssen, und zwar ohne Gegenleistung. Und ich verrate es Ihnen, die noch da sind, Herr Lauterbach, werden kranke Kinder einmal mehr nicht im Stich lassen. Aber die Frage ist, ob sie danach noch bleiben. Das wird den sogenannten Flexit, den Ausstieg der Pflegekräfte aus ihren Jobs, weiter erhöhen. Kurzfristig die Beschäftigten, die das von ihnen geschaffene Problem zu lösen haben, und langfristig, sie haben versprochen, die Pädiatrien bedarfsgerecht zu finanzieren. Sie haben versprochen, dass sie die Fallpauschalen und den damit einhergehenden Sparzwang abschaffen. Das ist nicht passiert, und das steht entgegen ihren Aussagen auch nicht im jetzigen Vorhaben. Sie wollen das auch gar nicht, wie man lesen kann. Was bei der FDP zur Kultur gehört, hört sich bei den Grünen folgendermaßen an: Man könne nicht einseitig den Anreiz rausnehmen, um Kinder zu versorgen, sonst würde man ein noch größeres Problem bekommen. Ich frage Sie: Was ist das für ein zynisches Menschenbild, das davon ausgeht, dass Ärztinnen und Ärzte und Pflegekräfte in der Pädiatrie wirtschaftliche Anreize bräuchten, um Kinder und Jugendliche zu versorgen? Kein Wunder,
dass die Entwürfe aus dem SPD-geführten Hause die Fallpauschalen auch in der Pädiatrie erhalten und eben nicht bedarfsgerecht ausfinanziert wird. Und akut tun Sie das genaue Gegenteil, und Sie lassen ab 2023 Gelder sogar nach dem Fallpauschalensystem auszahlen. Kliniken, die besser dastehen, erhalten auch ein größeres Stück vom Kuchen. Ich fasse zusammen. Das Profitsystem hat im Gesundheitsbereich nichts verloren. Am deutlichsten wird dies bei der Versorgung von Kindern. Sie bauen auf kurzfristige Lösungen auf dem Rücken der Beschäftigten, aber die wissen schon, dass von ihnen keine Entschädigung, keine Wertschätzung zu erwarten ist. Langfristig brechen sie trotz mantraartiger Wiederholungen nicht mit dem System. Sie wollen es nicht. Schauen Sie, was die DIVI fordert. Schauen Sie, was die Initiative Berliner Kinderkliniken fordern. Lassen Sie uns ein Wiederaufbauprogramm für die Kinder- und Jugendmediziner schaffen, um die Trümmer wegzuräumen, die 30 Jahre Wettbewerbsorientierung und Fallpauschalen in der Pädiatrie hinterlassen haben. Wir brauchen keine Sparanreize in der Pädiatrie. Ich komme zum Schluss. Wir brauchen Anreize, dass die Beschäftigten zurückkommen in die Krankenhäuser, um für Kinder da zu sein. Kinder, die sich nicht an Fallpauschalen berechnen lassen, sondern die einfach nur gesund werden wollen. Vielen, vielen Dank. Das Wort erhält für die Bundesregierung der Bundesminister Professor Dr. Karl Lauterbach. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, Kolleginnen und Kollegen! Die Lage in den Kinderkliniken gibt in der Tat allen Grund zur Sorge. Und sie ist wirklich eine Lage, wie wir sie in Jahrzehnten nicht gehabt haben. Die Kinder leiden unter dem RS-Virus. Es sind auch andere Infektionskrankheiten zu beobachten. Und das Personal fehlt. Es wird seit langer Zeit am Rande gearbeitet. Somit ist das eine Situation, wo wir wirklich von einer tatsächlichen akuten Gefährdung der Versorgung der Kinder ausgehen müssen. Leider ist die Situation in den Praxen nicht besser. Und in den Praxen wird auch am Limit gearbeitet. Auch dort gibt es Personalausfall. Und dort werden auch zahlreiche schwere Verläufe der RS-Virus-Erkrankung gesehen, die eigentlich stationär versorgt werden müssten, wo es aber keinen Platz gibt. Und somit haben wir sofort reagiert. Und wir haben zunächst die Personaluntergrenzen ausgesetzt, nicht weil wir das Personal noch belasten wollen, sondern wir wollen das Personal, was derzeit eingesetzt werden kann, bei den Kindern dort auch einsetzen. Und da muss das Personal flexibel einsetzbar sein. Hier geht es nicht darum, wie das immer wieder vorgetragen wird, dass Pflegekräfte aus anderen Bereichen plötzlich komplizierte Kinderpflege machen sollen, beispielsweise in der Beatmung. Darum geht es nicht. Überhaupt nicht. Es geht darum, auch in der normalen Kinderklinik werden Kinder so versorgt, dass das auch eine normale Pflegekraft machen kann, zum Beispiel nach einem Beinbruch oder wenn ein Blinddarm operiert wurde oder wenn eine Mandel, also Entzündung, operiert werden musste. Somit für diese einfacheren Fälle, da ziehen wir Pflegekräfte heran aus anderen Bereichen, sodass die Spezialpflegekräfte eingesetzt werden können, dort, wo sie genutzt werden. Das wird auch von den Kliniken angenommen. Wir sind ja mit den Kliniken im direkten Kontakt. Wir sind mit den Kliniken im direkten Kontakt und wir bekommen auch die Rückmeldung. Das sind Maßnahmen, die funktionieren, aber wir müssen mehr machen. Wir müssen mehr machen. Und daher werden wir jetzt drei weitere Maßnahmen ergreifen. Und zwar zunächst einmal in den Praxen selbst soll sichergestellt werden, dass jede Leistung, die dort erbracht wird, auch zu festen Preisen bezahlt wird. Das heißt, dort werden die Budgets ausgesetzt und jede zusätzliche Leistung, die erbracht wird, wird voll bezahlt, sodass hier nicht über Gebühr am Rande der Erschöpfung gearbeitet wird und man bekommt das auch noch nicht einmal komplett bezahlt. Das schulden wir den Praxen. Daher setzen wir die Budgetierung ab sofort für die Kinderkliniken und für die Praxen aus. Und zum Zweiten, ich möchte hier auch ankündigen, wir wollen noch einen Schritt weitergehen. Und zwar zum jetzigen Zeitpunkt entscheiden sich zu wenige junge Fachärzte und Fachärztinnen dafür, Kinderheilkunde zu praktizieren. Und um das Angebot in der Kinderheilkunde in der Praxis zu arbeiten attraktiver zu machen, werden wir eine Reform durchsetzen, wo ab jetzt der Bereich der Kinderheilkunde auch dauerhaft von den Budgets in der Praxis ausgeschlossen wird. Somit kann dort dauerhaft zu festen Preisen praktiziert werden. Derjenige, der sich für die Kinderheilkunde entscheidet, weil wir haben dort einen enormen Bedarf, der nicht
zu füllen ist. Derjenige, der sich für die Kinderheilkunde entscheidet, der wird von dem klassischen System der Budgets nicht mehr erfasst und kann allein auf der Grundlage medizinischer Überlegungen aspektieren. Wir setzen die Budgets in der Kinderheilkunde in den Praxen vollkommen und auch dauerhaft aus, sodass dieser Bereich attraktiver wird für junge Menschen, die sich den Kindern widmen wollen. Die Kinder verdienen eine budgetfreie, ökonomiefreie Versorgung, und das werden wir sicherstellen. Wir werden darüber hinaus, auch mit sofortiger Wirkung, werden wir Honorarkräfte, die in Krankenhäusern zusätzlich eingesetzt werden, werden wir über die Pflegebudgets abrechnen, kurzfristig, sodass kurzfristig zusätzliche Honorarkräfte eingesetzt werden können, auch dass diese finanziert wird. Alle drei Maßnahmen werden wir gesetzlich in der nächsten Woche vorlegen, und wir werden darüber hinaus auch noch weitergehen, wenn die Situation sich in den Kinderkliniken nicht verbessert. Dann werden wir auch so weit gehen, dass wir in den anderen Bereichen der Erwachsenenmedizin die Eingriffe, die verschiebbar sind, absetzen, sodass sich die Konzentration für die Kinder aufbauen lässt. Wir haben hier folgende Situation. Die Kinder haben in einer Lage, wo die Erwachsenen besonders gefährdet worden sind, haben die Kinder zurückgestanden und haben Opfer erbracht. Jetzt ist die Situation umgekehrt. Jetzt brauchen die Kinder unsere Hilfe. Daher werden wir alles tun. Wir werden alles tun, um diese Hilfe darzustellen. Und dazu sind wir auch bereit, alle Eingriffe, die bei Erwachsenen verschiebbar sind, wo überhaupt im Moment die Frage ist, ob bei der Personalnot diese Eingriffe jetzt optimal gemacht werden können. Aber wir werden alle Eingriffe zur Not verschieben bei Erwachsenen, um den Kindern alles anzubieten, was wir anbieten können. Wir lassen hier kein Kind zurück, und wir werden rechtlich so weit vorrücken, dass wir den Kindern grundsätzlich die Versorgung anbieten können, die sie in dieser Krise benötigen. Und ich möchte hier auch noch einmal darauf hinweisen, ich werde hier oft kritisiert, wir würden zu wenig machen, es käme zu spät. Wir arbeiten seit sechs Monaten an einer Krankenhausreform für die Kinder, und ab dem 01.01.2023 werden die Kinderkliniken aus dem Budget heraus sein. In einem Korridor von 80 bis 100% kann eine Klinik 80% der Leistungen bringen und bekommt 100% bezahlt. Das haben wir entbudgetiert. Ich weise darauf hin, daran haben wir sechs Monate gearbeitet. Und in diesen sechs Monaten, als es diese Krise noch nicht gab, haben wir weder von Ihnen, da hätte ich es auch nicht erwartet, aber auch nicht von Ihnen, einen einzigen Vorschlag gehört, der sich nur auf die Kindermedizin bezogen hätte. Es gibt keinen einzigen Vorschlag, keinen einzigen Vorschlag. Seit sechs Monaten arbeiten wir an dieser Reform. Hier sitzen die Besserwisser. Von Ihnen ist kein einziger Vorschlag gekommen. Ich will es hier noch einmal ganz deutlich machen. Wir werden auch in anderen Bereichen in diese Richtung gehen. Ich habe gesagt, wir sind bei der Ökonomisierung unseres Gesundheitssystems sind wir zu weit gegangen. Wir werden da das Fallpauschalensystem überwinden. Am 5. Januar werden wir hier einen Klinikgipfel haben. Bei diesem Klinikgipfel werden wir uns mit Vorschlägen beschäftigen, die unsere Expertenkommission vorgetragen hat, wo es darum geht, was kann man stattdessen machen. Und da werden 60% des Budgets werden über Vorhaltepauschalen und über also die Pauschalen für Pflegekräfte bezahlt. Das heißt, die Krankenhäuser bekommen demnächst 60% ihres Budgets, vollkommen unabhängig von den Fallzahlen. Und diejenigen, die sagen, es soll für die Fallzahl gar nichts mehr geben, die müssen zu Ende denken. Ich weiß, dass Sie das aufregt, aber denken Sie zu Ende. Wenn die Fallzahl gar keine Rolle spielen würde, dann könnten die Kliniken das Geld mitnehmen, ohne dass überhaupt behandelt würde. Das will natürlich auch niemand. Somit eine solche Entökonomisierung, wie wir sie jetzt wollen. Sie wissen, wir haben hier Sachverständige, die uns beraten haben aus der Pflege, aus den Krankenhäusern, aus der Ökonomie. Sachverständige, die wir gebeten haben, macht kluge Vorschläge, damit wir dieses ökonomische System überwinden. Das sind kluge Vorschläge. Sie glauben, dass Ihre Vorschläge besser sind als die Vorschläge der Wissenschaft. Das ist eine Missachtung der Wissenschaft. Wer glauben Sie denn, wer Sie sind? Wir folgen der Wissenschaft. Hier ist jeder. Nein, hier spricht nicht der Doktor. Sie glauben, dass Sie es besser wissen als Sie. Wir haben die Wissenschaftler, Die Wissenschaftler, die uns hier unterstützen, haben sich 50 Mal getroffen, haben einen 50-seitigen
Report vorgemacht. Den diskutieren wir mit den Ländern. Und Sie stehen hier hin und sagen, ja, was ist denn das schon? Das weiß ich doch alles besser. Wer glauben Sie, wer Sie sind? Das kann ich sagen. Nein, ich beziehe mich auf die Vorschläge, die mir hier geliefert worden sind. Aber ich bin nicht der einzelne Besserwisser. Ich komme zum Schluss. Wir werden darüber hinaus bei den IFA-Engpässen in der nächsten Woche werden wir ebenfalls drei Vorschläge vorbringen, wo es darum geht, dass wir die Rabattverträge ein Stück weit adjustieren, sodass diese Lieferengpässe nicht mehr. Das sind Gesetze, die auch bei Ihnen liegen geblieben sind, Herr Sorge. Das sind ja Nachholgesetze, die ich jetzt in Ihrer Fraktion. Bitte, ich hab Sie bisher geschont, aber dass wir diese Arbeit machen. Weder in der Krankenhausreform noch in der Reform der Vermeidung von Lieferengpässen kann ich hier auf Reformen zurückblicken, die Sie gemacht hätten. Daher werden wir diese Vorschläge bringen. Ich bitte Sie um die konstruktive Unterstützung. Und ich möchte mich abschließend bei den Pflegekräften und bei den Ärztinnen und Ärzten bedanken, die diese Arbeit leisten. Wir werden Sie unterstützen, wo auch immer wir können. Darauf können Sie sich verlassen. Für die CDU-CSU. Können wir weitermachen? Wir sind jetzt bei der nächsten Rednerin. Das ist für die CDU-CSU-Fraktion die Kollegin Simone Borchardt. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrter Herr Lauterbach, also zu Ihrer Rede muss ich mal ganz kurz noch von meiner Rede mal abweichen, weil, falls Ihnen das entgangen ist, haben Sie in den letzten Jahren die Gesundheitspolitik mit zu verantworten. Und Sie haben auch die DRGs mit eingeführt. Und ich finde es wirklich ungehörig, sich jetzt hier so hinzustellen und so zu tun, als ob alles falsch und ganz schlecht ist. Ich bin bei Ihnen, dass wir vieles verändern müssen. Aber hören Sie bitte auf, immer so zu tun, als sind Sie die letzten Jahre nicht dabei gewesen. Und nicht nur das, Sie haben auch federführend die Gesundheitspolitik der SPD vertreten. So, und unsere Kinderkliniken kämpfen zurzeit mit den schwierigsten Problemen. Und ich habe nicht einen einzigen wirklichen Lösungsansatz von Ihnen hier gehört. Sie kämpfen mit hohen Vorhaltekosten, mit einer schwierigen Erlössituation und mit einem Mangel an Pflegekräften und Ärzten. Und der Reformbedarf ist groß. Es wird immer viel angekündigt. Und wirklich seit einem halben Jahr wird hier angekündigt und wenig gemacht. Und da hilft eine Expertenkommission auch nicht, wenn sie die PS nicht endlich auf die Straße kriegen. Wir brauchen mehr Effizienz und Wirtschaftlichkeit, und die Versorgung muss endlich bedarfsgerechter werden. Und dabei müssen wir endlich und schnell die Sektorengrenzen aufbrechen. Es kann doch nicht wahr sein, dass Sie sich hier noch um Vergütung streiten, ambulant, stationär, hybrid und was auch immer. Das verstehen doch die Menschen nicht, während die Jüngsten der Gesellschaft darunter leiden. Und nicht nur diese, ich rede ja auch von besorgten Eltern und Angehörigen. Wir brauchen eine Krankenhauslandschaft, die auch den Belangen des ländlichen Raumes gerecht wird. Es mangelt dabei weniger am Geld und in Teilen auch nicht am verfügbaren Personal. Wir müssen vielmehr die Ressourcen richtig einsetzen. Und es ist an der Zeit, innovative Versorgungsformen schnell an den Start zu bringen. Und dazu gehören für mich auch neue Arbeitszeitmodelle. Auch darüber sollten wir ernsthaft nachdenken. Und das ist genau das Gegenteil, was Sie gerade machen. Einfach mal machen. Und das ist jetzt angebracht. Und Sie müssen auch endlich zur Kenntnis nehmen, dass nicht alle Bundesländer gleich sind. Die dünn besiedelten Bundesländer müssen sich strukturell natürlich anders aufstellen wie Großstädte wie München, Hamburg, Dresden. Diesen Umstand dürfen wir nicht ausblenden. Wir versorgen sonst wirklich wichtige Versorgungsstrukturen in diesen Ländern. Wir wollen gleiche Lebensqualität und Lebensverhältnisse in Stadt und Land. Dann müssen wir auch über die Mengenregelung des GBA neu nachdenken. Denn so zum Beispiel ist die Frühchenintensivstation in Neubrandenburg gefährdet und soll geschlossen werden, weil Mengen nicht eingehalten werden. Aber auch diese Menschen haben einen Anspruch auf eine gute medizinische Versorgungsqualität. Hier muss nachgearbeitet werden. Und
Und wenn wir uns jetzt die Situation in den Ländern anschauen, können wir feststellen, die Stationen sind voll. Es fehlen Betten und die Eltern müssen mit ihren Kindern lange in den Notaufnahmen warten. Natürlich ist das ein unhaltbarer Zustand. Und ich kann wirklich alle Eltern verstehen, die sich hier große Sorgen machen. Und wir stehen erst am Anfang der Saison, wo die ganzen Erkältungskrankheiten kommen werden. Aber damit die Notaufnahmen nicht so überlastet sind, sollten wir über den ganzen Prozess und vor allem vom Anfang an denken. Das heißt, wir müssen auch den ärztlichen und medizinischen Bereitschaftsdienst neu aufstellen. Wir sollten die Behandlung, die Telemedizin stärker forcieren und hier eine bessere Vergütung möglich machen, damit eben nicht alle in die Notaufnahme kommen, sondern schon durch den ärztlichen Bereitschaftsdienst gut und qualitativ versorgt werden. Und das heißt für mich wirklich, den Prozess ganz zu denken. Wir müssen auch die Planungsbereiche der Ärzte in den Fokus nehmen, damit sie dem doch nicht mehr sich alle in den Städten ansiedeln, sondern auch im ländlichen Bereich. Meine sehr geehrten Damen und Herren, aber es gibt keinen Grund, Panik zu machen. Aus den Kliniken, aus meinem Bereich wurde mir bestätigt, ja, wir sind zwar im Krisenmodus, aber die Versorgung von den Patienten ist gewährleistet. Jetzt ist es nur wesentlich, dass zügig gehandelt wird. Und abschließend möchte ich noch sagen, die CDU-CSU hat bereits am Anfang des Jahres zwei gute Anträge eingebracht. Die wurden allesamt von Ihnen abgelehnt. Das sind die Bonusregelungen für die Pflegekräfte, die Sie vergessen haben. Und wir hatten auch einen Antrag schon eingereicht, um Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen finanziell zu unterstützen. Und Sie haben damit wertvolle Zeit vergeudet, damit diese Leistungserbringer wirklich hochqualitative Versorgung gewährleisten können. Also, Herr Minister, es wird höchste Zeit, dass Sie ins Tun kommen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Nächste Rednerin ist für Bündnis 90 Die Grünen, die Kollegin Ricarda Lang. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Lage in den Kinderkliniken ist ernst. Wir sehen Kinder, Eltern, die teilweise keinen Platz mehr finden. Wir sehen Ärztinnen und Pflegekräfte, die vollkommen überlastet sind. Und wir sehen viele Menschen, die schon in den letzten Jahren Unfassbares geleistet haben in diesem Gesundheitssystem und jetzt wirklich auf dem Zahnfleisch gehen. Und der akute Grund dafür ist eine Infektionswelle, die unser Land im Moment hart trifft. Aber wir müssen auch ehrlich sein. Das trifft auf ein Gesundheitssystem, das in den letzten Jahrzehnten und vor allem in den letzten 16 Jahren Missmanagement und falsche Weichenstellungen erlebt hat. Aber hier vielleicht ein Satz zu Ihnen, Frau Borchert. Ich finde, für die partielle Amnestie zu vergessen, wer in den letzten 16 Jahren mitregiert hat und wer in den letzten Jahren das Gesundheitsministerium gestellt hat, dafür ist vor allem Ihre Fraktion bekannt. Ich möchte diese Chance einmal nutzen, um vor allem Danke zu sagen. Danke an die vielen Menschen in den Arztpraxen, an die vielen Menschen in den Kinderkliniken, an die vielen Pflegekräfte, die trotz dieser unwidrigen Umstände, die trotz dieser harten Zeit alles tun, um die Jüngsten und um die Verwundbarsten unserer Gesellschaft zu schützen. Nee, ich nahm mal nicht. Ich komme jetzt zu den Maßnahmen, die diese Regierung auf den Weg gebracht hat, vermutlich auch, weil Ihre Fraktion nicht Teil davon ist. Denn ja, bei Danke bleibt man nicht stehen, sondern dieser Dank wäre natürlich zynisch, wenn wir als Politikerinnen dort stehen bleiben würden, sondern wir müssen ganz akut handeln, um die Menschen in den Kliniken, um die Menschen in Arztpraxen zu unterstützen. Und dafür haben wir einiges auf den Weg gebracht innerhalb der letzten Monate. Mehr finanzielle Unterstützung, eine Finanzierungsgarantie für Kinderkliniken. Die PPR 2.0, eine langjährige Forderung, gerade von Pflegekräften und von Pflegegewerkschaften. Die Ausweitung der Kinderkrankentage. Und heute erst haben wir hier beschlossen, die Strom- und Gaspreisbremse, die auch für die Kliniken greifen wird, sodass Kliniken in dieser harten Zeit unterstützt werden. Hier zu behaupten, nichts wäre passiert, gerade nach Ihren 16 Jahren. Das ist einfach falsch, an der Realität vorbei und zynisch. Zweitens geht es darum, akute Maßnahmen auf den Weg zu bringen, um jetzt ganz konkret die Kinderkliniken zu unterstützen. Eine Koordination zwischen Kliniken wie Personal gut verteilt werden kann. Und ja, auch die Verteilung von Personal in die Kinderkliniken, in die Kinderstationen. Und da geht es nicht darum, dass die dort konkret die Kinderpflege übernehmen. Kinder sind nicht einfach nur kleine Erwachsene, und das wäre überhaupt nicht möglich. Sondern es geht darum, bei organisatorischen, bei Zusatzarbeiten zu unterstützen,
unterstützen, sodass die Kinderpflegenden tatsächlich ihrer Arbeit nachgehen können. Das ist eine richtige Weichenstellung, die wir jetzt auf den Weg bringen. Das ist notwendig. Und ich sage hier auch explizit den Vorschlag von Karl Lauterbach, die Entbudgetierung bei den Kinderarztpraxen. Das finden wir als Bündnis 90 Die Grünen richtig und unterstützen diesen Vorstoß sehr, sehr gerne. Und trotzdem ist klar, das sind Krisenmaßnahmen. Und das sind keine Maßnahmen, die dauerhaft gelten können. Dass jetzt innerhalb von verschiedenen Pflegebereichen Leute umverteilt werden müssen, das ist ein riesengroßes Problem. Und das ist keine Lösung für die Zukunft. Wir müssen nicht nur ein Pflaster auf die Wunde gräben, sondern wir müssen auch dafür sorgen, dass diese Wunde endlich geheilt wird. Und darum geht es jetzt, dort ranzugehen, indem wir drei Dinge tun. Erstens, indem wir die Professionalisierung der Pflege auf den Weg bringen. Wenn wir in andere Länder schauen, auch das, was Pflegekräfte leisten können, was sie leisten dürfen, stärker zu nutzen. Denn Pflegekräfte sind nichts anderes als die Experten für die Zukunft unseres Gesundheitswesens. Zweitens, indem wir die Kinderpflege und auch die Kindermedizin ganz explizit stärken. Einige Vorschläge wurden hier gerade schon genannt. Und indem wir auch die Kinderlobby stärker wahrnehmen. Denn das stimmt, in den letzten Jahren hat die, ehrlich gesagt, an vielen Stellen gefehlt. Und vor allem haben oft die Kleinen am stärksten zurückgesteckt. Und das muss sich jetzt ändern. Und drittens, indem wir die Ökonomisierung unseres Gesundheitssystems, das sie in den letzten Jahrzehnten geprägt hat, zurückdrängen. Denn es stimmt tatsächlich, dass immer wieder die falschen Weichenstellungen gestellt werden und dass es jetzt darum geht, die Krankenhausplanung, denn zur Finanzierung gehört auch Planung, und die Krankenhausfinanzierung neu aufzustellen. Denn hier wurde vorher gesagt von meinem Vorredner von den Linken, wir hätten unser Gesundheitssystem kaputt gespart. Das stimmt einfach nicht. Deutschland gibt im Vergleich zu anderen Ländern nicht wenig Geld für Gesundheit aus, aber es wird falsch verteilt. Und an diese Verteilung werden wir als Ampel jetzt endlich rangehen. Dafür liegen gute Vorschläge vor. Wir werden der Koalition noch einige Debatten dazu zu führen haben. Aber für mich ist ganz klar, in Zukunft muss das bezahlt werden, was gebraucht wird, und nicht das, womit der größtmögliche Profit gemacht werden kann. Wir müssen die starre Trennung zwischen ambulant und stationär endlich überwinden. Wir müssen Prävention viel mehr abbilden in der Klinikfinanzierung. Und ja, das System der reinen Fallpauschalen muss endlich Geschichte werden. Vielen Dank. Nächster Redner ist für die AfD-Fraktion Martin Sichert. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Wie man Stimmung gegen Kinder in den vergangenen drei Jahren gemacht hat, war absolut unsäglich. Zum Beispiel Böhmermann im ZDF von diesem Jahr, ich zitiere: Um sie herum lauern zurzeit gefährliche kleine Mikroorganismen, die einen krank machen wollen. Kinder. Kinder sind zurzeit gemeingefährlich. Was Ratten in der Pest waren, sind Kinder zurzeit für Covid-19. Wirtstiere. Kinder sind noch schlimmer als Aluhutträger in der sächsischen Fußgängerzone, weil die handeln unverantwortlich und sehen dabei so niedlich aus. Für solch eine unsägliche Verbreitung von Hass und Hetze gegenüber den Schwächsten der Gesellschaft gab es keine Konsequenzen. Der Böhmermann arbeitet weiterhin im ZDF und erhält auf Kosten der Beitragszahler ein üppiges Gehalt. Sie alle machen sich völlig lächerlich, wenn Sie die größten Hetzer im ZDF weiter hetzen lassen, aber auf der anderen Seite Zensur bei Twitter und anderen Medien fordern. Die Intensivstationen der Kinderkliniken sind randvoll, weil Kindern durch Maske und Abstand die notwendigen Antikörper fehlen. Abstand und Maske schädigen das Immunsystem der Bevölkerung. Laut dem Münchner Immunologen Peter Schleicher ist die Corona-Politik für die Krise in den Kinderkliniken verantwortlich. Ich zitiere: Kinder brauchen bis zu 16 Infekte im Jahr, damit sie überhaupt erst ein intaktes Immunsystem aufbauen können. Deshalb werden heute so viele Kinder schwer krank.
Als Vater von zwei kleinen Kindern finde ich es beängstigend, dass jetzt schon wieder von Lauterbach, Wieler und anderen Appelle zum Maskentragen kommen. Lasst die Kinder endlich die notwendigen Infekte durchmachen, damit sie ein gutes Immunsystem bekommen und auch als Erwachsene später gut geschützt sind. Kinderärztepräsident Fischbach findet dazu die richtigen Worte. Ich zitiere: Der Schrei nach Masken ist der übliche Reflex der Politik. Dabei ist die Maskenpflicht der zurückliegenden zwei Jahre ja ein wichtiger Grund für die aktuelle Krise. Man kann übrigens an dieser Thematik wunderbar sehen, wie die sogenannten Faktenchecker von Korrektiv keine Fakten checken, sondern Fake News verbreiten. Die haben nämlich am 28. Mai 2020 einen Artikel veröffentlicht unter dem Titel »Nein, Masken schwächen nicht das Immunsystem«. Am Ende des Beitrags stand dann, ich zitiere, Fazit, die Behauptung, dass durch Masken das Immunsystem geschwächt werde, ist falsch. Statt seriösem Faktencheck die Verbreitung von Fake News, aber das sind wir von den sogenannten Faktencheckern ja gewohnt. Wir von der AfD waren übrigens schon 2020 weiter, als Sie es heute sind. Wir haben schon vor zwei Jahren gefordert, Kinder von sämtlichen Masken- und Abstandsregeln auszunehmen. Sie alle haben dagegen gestimmt und Kinder zu Maske, Desinfektion und Abstand gezwungen. Sie alle sind daran schuld, dass aktuell so viele Kinder schwer erkranken. Wir von der AfD sind diejenigen, denen es von Anfang an darum ging, den Menschen ein Leben in Gesundheit und Freiheit zu ermöglichen. Ihnen ging es darum, Panik zu verbreiten, und da Kinder als Schwächste der Gesellschaft sich am wenigsten wehren konnten, wurden sie von Ihnen am stärksten gemobbt. Übrigens haben wir von der AfD in den letzten drei Jahren nicht nur immer wieder Anträge gestellt, Masken- und Abstandsregeln zu unterlassen, sondern auch mehrfach darauf hingewiesen, dass es völlig falsch ist, die Zahl der Intensivbetten in Corona-Zeiten zu reduzieren. Der Gesundheitsminister hingegen plant den medizinischen Kahlschlag. Ich zitiere Karl Lauterbach. Jeder weiß, dass wir in Deutschland mindestens jede dritte, eigentlich jede zweite Klinik schließen sollten. Nein, Herr Lauterbach, die jetzige Krise zeigt uns, dass wir um jedes Krankenhaus, das wir haben, heilfroh sein können. Der Unterschied zwischen Karl Lauterbach und der AfD ist, dass das, was Karl Lauterbach fordert, sich ständig als fatal für die Menschen erweist, während die Forderungen der AfD immer wieder mit der Zeit von den anderen Parteien übernommen werden, weil sie schlicht richtig und wichtig sind. Insofern wundert uns von der AfD nicht, dass die Linken nun die Forderung der AfD nach Abschaffung des Fallpauschalensystems übernehmen. Aber wir wundern uns ehrlich gesagt schon ein bisschen, warum Sie vor nicht mal zwei Monaten noch unseren Antrag, der genau das forderte, hier im Bundestag abgelehnt haben und Sie nun heute das Thema als so wichtig sehen, dass Sie dazu eine Aktuelle Stunde einberufen. Sollten Sie einen vernünftigen Antrag stellen, das Fallpauschalensystem abzuschaffen, werden wir dem zustimmen, weil es uns im Gegensatz zu Ihnen nicht darum geht, wer einen Antrag stellt, sondern was das Beste für die Bürger ist. Meine Damen und Herren, wir alle müssen aus der jetzigen Situation lernen, dass man nie wieder Kinder zu Maske und Abstand nötigen sollte, weil wir damit den Kindern massiven Schaden zufügen und dessen Folgen diese möglicherweise ein ganzes Leben lang leiden müssen. Nächster Redner ist für die FDP-Fraktion Professor Dr. Andrew Ullmann. Sehr verehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich denke, nach so einer Rede muss man erst mal Danke sagen. Danke den Menschen, die heute Kinder helfen, gesund zu werden. Danke für das bisher geleistete und auch schon mal im Voraus Danke zu sagen, was noch bevorsteht. Denn es ist sehr bedauerlich, dass wir hier noch nicht am Ende unserer Infektionswelle in diesem Winter stehen. Es steht uns noch einiges bevor. Und wir stehen auf Ihrer Seite, kann ich an dieser Stelle rufen, von Seiten der Ampel, den Kinderklinikern, den niedergelassenen Kolleginnen und Kollegen, die jetzt hier versucht, hier das Gesundheitssystem aufrechtzuerhalten. Liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist allerdings bedauerlich, dass
Sie als Linke diese schreckliche Situation nutzen, um das Thema unterkomplex darzustellen. Denn Ihre antiökonomische Propaganda zeigt, dass Sie die komplexe Problemlage gar nicht erkannt haben, obwohl jeder weiß, dass wir eines der teuersten Systeme der Welt haben. Alles, was Ihnen zum Thema einfällt, ist relativ einfach. Das Ende der Fallpauschalen zu schreien und Staatsmedizin zu fordern. Sie glauben doch nicht allen Ernstes, dass, wenn wir ein Gesundheitssystem haben wie in der ehemaligen DDR, mit der jetzigen Belastung hätte besser umgehen können. Also letztendlich, Sie müssen ja selber wissen, Sie sind ja schon Freunde mit der AfD, wie man ja mitgekriegt hat. Aber ich will damit sagen, liebe Kolleginnen und Kollegen, dass natürlich das System keine Fehler hat oder durch die Fehlverteilung und Anreize auch existieren. Sie sind offensichtlich, doch ich sehe positiv in die Zukunft, dass wir es schaffen werden, die in 20 Jahren, liebe Union, aufgestauten strukturellen Defizite im Gesundheitswesen abzubauen. Da zählt auch und vor allem die Kinder- und Jugendmedizin. Und es ist sehr bemerkenswert, heute die Generalamnesie der Union zuzuhören. Wir, die Ampelkoalition, haben mit der Schaffung von Tagesbehandlungen in Krankenhäusern und sektorgleichen Vergütung eine verbesserte Situation geschaffen, um sowohl die stationäre als auch ambulante Versorgung zu gewährleisten. Zusätzlich haben wir die finanziellen Mittel für die akute Situation von rund 760 Millionen Euro für die kommenden 2 Jahre für die stationäre Pädiatrie und Geburtshilfe zur Verfügung gestellt. Dazu kommen Sie verstehen es nicht, es hat auch keinen Sinn, das jetzt zu erklären, es geht meine Zeit vorbei. Doch die das ist absolut. Dazu kommen noch die Milliarden für die Energiekosten, die die Kliniken entlasten. Das sind Mittel, die akut helfen, weil sie Planungssicherheit geben. Dazu kommt, dass wir auf dem Weg sind, das gesamte System nachhaltig zu reformieren. Für die stationäre Versorgung von Kindern und Jugendlichen wird das vor der Pandemie im Jahre 2019 erbrachte Erlösvolumen weitgehend garantiert, um das tatsächliche Druck, der da existiert, auch abzubauen. Mögliche Fehlanreize werden auch verhindert. Das erst ein Teil der überfälligen Strukturreform, meine Damen und Herren. Und wer hat das gemacht? Die Ampel hat es nämlich gemacht. Und dann vergessen Sie, liebe Linke, und Sie hören ja schon gar nicht mehr zu, ganz und gar die niedergelassenen Kinder- und Jugendärztinnen und Ärzte. Denn die ambulanten Kinder- und Jugendmedizinerinnen und Mediziner behandeln nämlich 85 bis 90% der Erkrankten. Diese arbeiten nämlich unabhängig von Fallpauschalen und sind doch ebenso belastet wie die stationäre Einrichtung. Hier ist der größte Fehler natürlich die Budgetierung. Aber diese werden wir abschaffen, damit endlich jede Leistung bezahlt wird. Das haben wir im Koalitionsvertrag vereinbart. Und das, meine Damen und Herren, liebe Linke, das ist Fortschritt. Und was Sie machen, ist Rückschritt. Zurzeit sehen wir eine extreme Prävalenz von respiratorischen Erkrankungen in ganz Deutschland. Aber dieses Phänomen ist halt leider weltweit sichtbar. Und ganz egal, welches Gesundheitssystem betroffen ist, dieser Zustand bringt die Systeme an den Rand der Belastung und manchmal darüber hinaus. Aber was können wir nun tun, um den Druck zu minimieren, um zu helfen, um diese schreckliche, aber hoffentlich kurze Zeitspanne zu überwinden? Wir können, wie es die Linke möchte, einfach die Fallpauschalensysteme abschaffen. Damit wäre keinem einzigen Kind geholfen. Vielleicht würde es ein bisschen Chaos und noch mehr Leid verursachen. Prinzipiell finde ich in der jetzigen Situation jede Maßnahme richtig, die pragmatisch und unbürokratisch Flexibilität schafft. Und da handelt der Bundesgesundheitsminister und das BMG richtig. Politisch machen wir alles, was sinnvoll ist, jetzt möglich. Aber wir sind auch auf die Bürgerinnen und Bürger unseres Landes angewiesen. Denn Gesundheit kann und darf niemals staatlich oktroyiert werden und ist immer auch auf die Vernunft und die Gesundheitskompetenz der Bevölkerung angewiesen. Versuchen Sie alle, die Ausbreitung des Virus zu minimieren. Das RKI gibt entsprechende alltagstaugliche Empfehlungen. Kommen Sie bitte zum Schluss, Herr Kollege. Sehr geehrte Damen und Herren, die jetzige Situation ist eine Folge der verfehlten Gesundheitspolitik der letzten Jahre in den Ländern und im Bund. Daher können wir als Fortschrittskoalition diesen kumulativen Fehler nicht innerhalb weniger Wochen aus dem Weg räumen, aber wir werden die Fehler Stück für Stück und vor allem nachhaltig beseitigen. Dankeschön. Das Wort erhält Heidi Reicheneck für Die Linke.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe KollegInnen! Wir alle haben Angst, dass ein Kind stirbt, weil es einfach alles zu viel ist. Das sagte die Chefärztin der Kinder- und Jugendmedizin am St. Josef-Krankenhaus hier in Berlin diese Woche. Verzweifelte Eltern müssen mit ihren kranken Kindern stundenlang in der Notaufnahme warten. Die Kinder haben Schmerzen, leiden. Und ob sie überhaupt behandelt werden können, das weiß niemand, denn die Betten sind knapp, Personal überlastet, Operationen werden verschoben. Das geht so weit, dass dem Vater eines jungen Mädchens mit gebrochenem Arm gesagt wird, notfalls müsse der Arm dann eben noch mal gebrochen werden, um ihn später richtig zu behandeln. Wann auch immer später ist, denn es werden täglich hunderte Operationen verschoben, die irgendwann nachgeholt werden sollen. Das ist die Realität. Und ich frage Sie, was ist das für eine Gesellschaft, die so mit kranken Kindern umgeht? Während die Versorgung der Kleinsten nicht mehr sichergestellt ist, machen private Klinikbetreiber auf Kosten unserer Gesundheit hunderte Millionen Gewinn. Ja, wir pumpen Geld ins Gesundheitssystem, und zwar auf die Konten der Großkonzerne. Herzlichen Dank dafür. Wie pervers ist das? Und Sie, Herr Lauterbach, Sie sagen, wir werden alles tun. Das stimmt einfach nicht. Sie unterwerfen die Gesundheit weiter dem Marktmechanismus. Und Sie haben wirklich die Chuzpe, uns zu fragen, wer wir glauben, wer wir sind, weil wir ein Gesundheitssystem wollen, das sich nicht an Profiten, sondern am Wohl der Menschen orientiert. Ich sage Ihnen, wer wir sind. Wir sind die, die sich nicht kaufen lassen. Aktuell laufen Eltern verzweifelt von Apotheke zu Apotheke, weil es keinen Fiebersaft mehr gibt, keine Antibiotika. Sie wenden sich an Bekannte, sogar an Fremde und versuchen im Ausland an diese Medikamente ranzukommen. Das alles passiert vor unseren Augen. Und ja, Herr Minister Lauterbach, übrigens für Sie ist das auch alles auf Twitter nachzulesen. Das scheint ja der einzige Weg zu sein, auf dem man mit Ihnen kommunizieren kann. Schauen Sie mal unter dem Hashtag Kindheit brennt. Da können Sie einiges lernen. Und der Medikamentenmangel. Der führt doch direkt in einen Teufelskreis. Wo müssen denn fiebernde Kinder hin, wenn es keine Medizin mehr gibt? Na genau, in die Notaufnahme, weil die Eltern nicht mehr wissen, was sie noch machen sollen. Und dort muss das vollkommen überlastete Personal jetzt auch noch das Marktversagen bei den Medikamenten auffangen. Wo sind die Krisengipfel und Sofortpakete zur Entlastung der Kinderkliniken? Wo ist der Notfallbeschaffungsplan für Kindermedikamente? Jede zweite Klinik musste Kinder abweisen, die ein Intensivbett brauchten. Auf den Stationen müssen vollkommen überlastete Pflegekräfte jetzt zusätzlich Kinder vorsorgen, obwohl sie dafür gar nicht ausgebildet sind, aber dahin versetzt worden sind. Und die haben panische Angst, Fehler zu machen. Erste Kinderkliniken starten Aufrufe an die Bevölkerung, bei der Versorgung von Kindern auszuhelfen. Medizinische Kenntnisse nicht erforderlich. Was wollen Sie unternehmen? Das Krankenhauspflegeentlastungsgesetz ist eine Farce. Und was Sie weiterhin nicht haben, ist ein Plan zur Fachkräftegewinnung. Ein Plan, um die Ausbildung endlich so zu gestalten, dass sich junge Menschen diese Ausbildung überhaupt leisten können. Ein Plan, um die, die ihren Job aufgegeben haben, zurückzuholen. 300.000 Pflegekräfte haben angegeben, in ihren alten Job zurückzukehren, wenn sich die Bedingungen verbessern. Fachkräfte, die wir dringend auch auf den Kinderstationen brauchen. Gesundheit ist keine x-beliebige Ware, mit der Großkonzerne und AktionärInnen Kasse machen sollen. Gesundheitsversorgung ist ein Menschenrecht, nicht Spekulationsobjekt. Daseinsvorsorge gehört in öffentliche Hand. Ja, Minister Lauterbach, übrigens schön, dass Sie jetzt zum ersten Mal eine Revolution im Gesundheitssystem ankündigen, weil Sie jetzt endlich auch verstanden haben, dass es ein, Zitat, Ungleichgewicht zwischen Gesundheit und Ökonomie gibt. Aber Sie haben doch damals das brandgefährliche System der Fallpauschalen mit vorangetrieben und damit dafür gesorgt, dass Krankenhäuser ihre Abteilungen nach Rentabilität aussortiert haben. Und oh Wunder, Kinderkliniken lohnen sich einfach nicht. Und jetzt sagen Sie ja selbst, dass 60% der Kinderkliniken kurz vor dem finanziellen Ruin stehen. Wer glaubt dann noch an den selbsternannten Revolutionsführer Lauterbach? Wir trauen Ihnen nicht mal mehr ein Reformchen zu. Dass Profit über allem steht, schadet der großen Mehrheit unserer Gesellschaft, vor allem Kindern und Jugendlichen. Aber hey, wen interessieren die schon? Während der Corona-Pandemie wurden sie ja auch nur beachtet, wenn es darum ging, sie zu betreuen, damit die Eltern weiterarbeiten gehen können. Das kann ich Ihnen aus meiner Erfahrung der Jugendhilfe ziemlich deutlich erzählen. Gegen die psychischen und physischen Auswirkungen der Krisen gibt es weiterhin nichts. Kinder und Jugendliche haben in den letzten Jahren auf so viel verzichtet. Freundinnen nicht getroffen, Klassenfahrt nicht mitgemacht, Chaos in Kitas und Schulen, die Angst, liebe Menschen anzustecken. Und trotzdem haben die Kinder und Jugendlichen ohne zu meckern Masken getragen und Tests gemacht. Im Gegensatz zu manchen Erwachsenen übrigens. Nicht nur die Kliniken sind am Limit. Die Kitas und Schulen stehen vor dem Kollaps. Die Jugendhilfe und die therapeutische Betreuung brechen zusammen. Und wen trifft das besonders hart? Natürlich die Kinder und Jugendlichen, die aus armen Familien kommen. Sie werden öfter und länger krank, sind stärker von psychischen Erkrankungen betroffen. Sie leiden unter Zukunftsängsten. Und das ja leider auch zu Recht. Denn sie sind im Bildungssystem massiv benachteiligt, haben kaum Chancen, ihre Lebensumstände zu verbessern, können weniger an der Gesellschaft teilhaben. Zu all diesen Problemen liegen zahlreiche Studien vor. Es geht nicht nur um die Kinderkliniken. Es geht um alle Bereiche für Kinder und Jugendliche. Ja, Kindheit brennt. Und Ihre bisherigen Löschversuche sind kläglich gescheitert. Eine echte Revolution muss mit der Marktlogik brechen. Kinder müssen sich nicht rechnen.
Als nächstes erhält das Wort für die SPD-Fraktion Heike Behrens. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Mit platter Kampfrhetorik die Situation zu dramatisieren, hilft weder den Kindern und Familien noch den Ärztinnen und Ärzten oder den Pflegekräften. Ja, es ist richtig. Die Situation auf vielen Kinderstationen ist dieser Tage höchst angespannt. Die Welle der Atemwegsinfektion trifft auf ein Versorgungssystem, das nach fast 3 Jahren Pandemie erschöpft ist. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Kliniken stehen unter Höchstspannung. Die Hausarztpraxen und die Kinder- und Jugendärzte werden überrannt. Familien stehen erneut unter Druck durch die oft lang anhaltenden RSV-Infektionen und haben Sorge, im Notfall nicht schnell ärztlichen Rat zu bekommen. Dass Kinder und Jugendliche in manchen Regionen keine Aufnahme finden, wenn sie eigentlich in der Klinik versorgt werden müssten, verunsichert viele Familien und macht den dringenden Handlungsbedarf deutlich. Krankenhäuser dürfen finanziell nicht auf Kante genäht sein. Krankenhäuser müssen Kapazitäten vorhalten können für solche Spitzen. Krankenhäuser und ganz speziell Kinderkliniken müssen personell gut ausgestattet sein. Dieser Handlungsbedarf ist erkannt. Es wurden bereits wichtige Weichen neu gestellt, und die grundlegende Reform der Krankenhausfinanzierung ist angestoßen worden durch unseren Gesundheitsminister Karl Lauterbach. Und 2019 haben wir als SPD bereits in der Vorgängerkoalition, daran will ich Sie erinnern hier drüben, das Pflegebudget eingeführt. Und das heißt, seit 2 Jahren werden alle Personalkosten für die Pflege in vollem Umfang außerhalb der Fallpauschalen vergütet. Krankenhausträger können theoretisch jede Pflegekraft einstellen, die sie finden können, und bekommen sie auch refinanziert. Doch woher kommen die Ärzte und Fachpflegepersonen, die wir jetzt dringend benötigen? In allen Bereichen der Pflege haben wir einen akuten Personalmangel. Krankenhäuser wie die Kinderklinik St. Luise in Paderborn helfen sich gerade, indem sie einen Appell gestartet haben. Sie sprechen Ruheständler, Pflegekräfte, die den Beruf verlassen haben, Studierende und andere an und bitten sie, in dieser angespannten Situation mitzuhelfen. Und überraschenderweise, sie finden Resonanz. Das hilft kurzfristig, ist auf Dauer aber natürlich keine Lösung. Aber ein wichtiger Hinweis, worauf es ankommt. Wir müssen dafür sorgen, die Arbeitsbedingungen in der Pflege wieder so attraktiv zu machen, dass niemand mehr diesen für unsere Gesellschaft so wertvollen Beruf verlässt. Wir brauchen gute Tarife und moderne Arbeitszeitgestaltung, die jungen Menschen eine Perspektive bietet und die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ermöglicht. Und wir brauchen eine gesellschaftliche Wertschätzung dieser Arbeit, die weit übers Applaudieren hinausgeht. Damit die Arbeitsbedingungen nachhaltig besser werden, haben wir mit dem Krankenhauspflegeentlastungsgesetz die Einführung einer verbindlichen Pflegepersonalbemessung beschlossen. Wir bringen ein Instrument auf den Weg, das von den Pflegefachpersonen selbst entwickelt und umgesetzt wird. Und diese Maßnahme wird langfristig eine große Wirkung entfalten. Davon sind auch die Gewerkschaft Verdi und der Deutsche Pflegerat überzeugt. Um jetzt schnell Entlastung auf den Kinderstationen zu schaffen, nehmen wir die Pädiatrie nun aus den Fallpauschalen, den sogenannten DRGs, heraus. Und für die nächsten 2 Jahre bekommen die Kinderkliniken zusätzlich jährlich 300 Millionen Euro. Damit steigen wir in eine neue Finanzierungslogik ein. Denn Vorhaltekosten müssen bezahlt werden. Die Krankenhäuser bekommen eine feste Grundfinanzierung, egal wie viele Behandlungen sie durchführen. Wir können uns dann auch in solchen zugespitzten Situationen wie jetzt darauf verlassen, dass die Kapazitäten reichen werden. Der Einstieg in eine große Krankenhausreform, die unser Minister Karl Lauterbach in dieser Legislaturperiode auf den Weg gebracht hat,
Dieser Einstieg ist geschafft. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir drehen mit der Krankenhausreform, ich denke, ein ganz großes Rad. Und jetzt kommt es darauf an, dass alle Beteiligten mitziehen, insbesondere die Länder. Und da schaue ich ganz bewusst rüber zur CDU, CSU, denn da können Sie Ihren Lippenbekenntnissen Taten folgen lassen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Nächste Rednerin ist für die CDU-CSU-Fraktion Emmy Zollner. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, also man muss jetzt zumindest heute einräumen, dass die Linke was erreicht hat. Sie hat mit dieser Aktuellen Stunde erreicht, dass Minister Lauterbach nicht bei Markus Lanz Maßnahmen verkündet hat, sondern hier im Deutschen Bundestag. Und es ist so. Also deswegen, ich würde es gerne mal auseinandernehmen. Er hat ja jetzt die Entbudgetierung für die Kinderarztpraxen beschlossen. Das ist ein guter, ein wichtiger Schritt. Meine Bitte wäre, dem Antrag der Union zuzustimmen. Wir hatten es eingebracht zum Thema der medizinischen Fachangestellten. Denn ich gebe Ihnen ein Beispiel aus meiner Heimat. Dort musste eine Kinderarztklinik schließen, weil eben die medizinischen Fachangestellten gefehlt haben. Und deswegen brauchen wir, wenn wir wirklich nachhaltig denken, und es wird immer Wellen geben, die es jetzt extrem, das wusste auch jeder nach der Corona-Pandemie, wo Abstandsregelungen, Masken, dass jetzt Infektionen nachgeholt werden. Ja, natürlich, was denn sonst? Aber da müssen wir hingehen und deswegen herzliche Einladung, unserem Antrag zuzustimmen, dass eben die MFA eine Reform in der Ausbildung bekommen. Dafür brauchen wir dringend einen Bund-Länder-Gipfel, denn die beste Finanzierung nützt eben am Ende nichts, auch in den Arztpraxen, wenn dann die medizinischen Fachangestellten fehlen. Sie haben angekündigt, dass die Untergrenzen, es ist ja der Fall, eben ausgesetzt werden. Und auch da wissen wir natürlich, was der Hintergrund ist. Und es ist natürlich vor allem deshalb eben, dass keine Strafzahlungen gezahlt werden müssen in den Krankenhäusern. Und ich glaube, das ist das Mindeste, was wir in dem Bereich tun können. Aber auch das ist eben nur eine kleine Maßnahme, die jetzt kurzfristig wirken kann, die aber keine lange Lösung bringt. Und deswegen müssen wir dringend, auch in der, Sie haben es jetzt auch mit verschiedenen Maßnahmen ja versucht zu beweisen, die 300 Millionen Euro, die Sie zur Verfügung stellen, eben für die Kinderkliniken. Da sehen wir aber, dass Sie es halt eben nur so halb ernst meinen. Denn ein Viertel der Gelder kommt eben nicht bei den Kinderkliniken an, sondern die kommt in der allgemeinen Krankenhausfinanzierung an und ist somit nicht zielgerichtet. Deswegen stimmt es nicht ganz. Und auch was die Hebammen beispielsweise angeht, haben Sie eben in dieser, gerade eben leider in den letzten Monaten, erstmal die Hebammen aus den Budgets rausgestrichen, um sie dann wieder, und wir haben es mühevoll wieder reingekämpft, wieder eben zur Verfügung zu stellen. Und jetzt wird eben, jetzt kommt die Nagelprobe, da bitte ich Sie darum. Wir haben ja noch das ganz große Thema der Perinatalzentren. Wir haben 30 Kliniken, die in unserem Land da kurz davor stehen, dass sie geschlossen werden. Und wenn ich jetzt als Erkenntnis habe, dass eben Pflegekräfte sich in einem Radius von 20 Kilometern bewegen und unsere Antwort ist weiterhin, 30 Kliniken zu schließen, dann bedeutet es im Umkehrschluss, dass diese Pflegekräfte, Fachpflegekräfte, sie eben nicht zwingend der Zentralisierung folgen, sondern dass sie wahrscheinlich sich vor Ort eine Arbeitsstelle, die ja reichlich vorhanden ist, suchen werden. Und deshalb fordere ich Sie ganz konkret aus und finde es sehr schade, dass Sie heute das nicht angekündigt haben, dass gerade die Perinatalzentren, wo Neonatologie und so weiter verortet ist, dass gerade die weiterhin in der Bedrohung stehen, geschlossen zu werden. Und ich fordere Sie auf, führen Sie mit uns dazu diese Debatte. Bei der Ausbildung, das ist das Nächste, das ist die Generalistik, die müssen wir natürlich zurück in den Deutschen Bundestag holen. Wir müssen hier darüber sprechen, wie geht es mit der Generalistik weiter. Und lieber Herr Lauterbach, ich kann mich noch gut daran erinnern, Sie haben federführend mit einem Kollegen von der Union die Generalistik mitverhandelt bis zum Schluss. Und ich habe Ihnen immer wieder gesagt, die Kinderkrankenpflege muss anders behandelt werden. Kinder sind eben keine kleinen Erwachsenen. Und das sehen wir eben an den Ausbildungszahlen. Wir sehen, dass eben auch Leute die Ausbildung nicht machen, weil sie eben sagen, nein, ich kann mir es nicht vorstellen in der Erwachsenenkrankenpflege. Und deswegen müssen wir uns das noch mal anschauen. Und wenn ich eben sehe, dort, wo Ausbildung stattfindet, ist weniger Fachkräftemangel. Aber in Berlin gibt es meiner Kenntnis nach nicht mal eine Ausbildungsstelle in der Generalistik, die die Vertiefung zur Kinderkrankenpflege überhaupt möglich macht. Das heißt, das Land Berlin steht vor Riesenaufgaben, weil die Ausbildung hier nicht stattfinden kann. Und deswegen noch mal die Generalistik.
Statistik hier ins Plenum holen. Wir müssen intensiv darüber sprechen, wie die Ausbildung gerade in der Kinderkrankenpflege aussieht. Und wir müssen auch wirklich anschauen, wo sind die Ausbildungsstätten. Und deswegen fordere ich ein Bonussystem in der Ausbildung, dass wir sagen, wir müssen reinschauen, wo finden die Praxiseinsätze statt. Und wir müssen die belohnen, die besonders attraktive Praxiseinsätze zur Verfügung stellen. Und dafür werbe ich um Zustimmung. Und da nehme ich Sie auch beim Wort. Sie haben jetzt angekündigt, zum 1.1. im nächsten Jahr sind Dinge scharf geschalten. Ich bin gespannt, denn bis heute wissen die Krankenhäuser nicht, wie die Wirtschaftspläne im nächsten Jahr eigentlich wirklich aussehen. Das ist eine Riesenaufgabe, und daran werden wir Sie auch messen. Und Bayern, lieber Herr Kollege, tut natürlich was. Wir haben zum Beispiel bei den Hebammen, man muss es ja gesamtheitlich denken, haben wir jetzt in jedem Regierungsbezirk eine Hebammenausbildung auf den Weg gebracht. Ja, Kinderklinik. Ja, was glauben Sie, wer im Vorraum sozusagen zur Verfügung steht, wenn der Arzt nicht da ist? Dann wird bei der Hebamme angerufen und dann wird natürlich in die Arztpraxis gegangen. Und deswegen muss man es gesamtheitlich anschauen. Stimmen Sie unseren Anträgen MFA, Pflegereform, alles ist aufgedröselt. Stimmen Sie dem zu, unterstützen Sie uns da, dann können Sie auch die Unterstützung von uns bekommen. Nächster Redner ist für Bündnis 90 die Grünen, Johannes Wagner. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen, es scheint schon paradox, dass ich als Kinderarzt hier im Bundestag stehe und darüber spreche, dass Kinderärztinnen und Kinderkrankenpflegekräfte in unseren Kliniken fehlen. Wenn man sich aber anschaut, wie wenig Gehör diese Berufsgruppen in den letzten Jahren hier in diesem Haus gefunden haben, muss ich feststellen, offenbar fehlt es an Kinderärztinnen nicht nur auf Station, sondern auch hier im Bundestag. Sonst würde eine Infektionswelle nicht jedes Mal wieder das gesamte System an den Rand des Zusammenbruchs bringen. Natürlich ist es dieses Jahr besonders dramatisch. Aber Fakt ist, dass Kinderkliniken und auch die niedergelassenen Kinderärztinnen jeden Winter aufs Neue an und über ihre Belastungsgrenzen kommen. Und die Frustration darüber ist in dem gesamten Gesundheitssektor sehr, sehr hoch, und zwar auf allen Ebenen. Das habe ich vor meinem Einzug in den Bundestag auch schon persönlich gespiegelt bekommen und erlebe es auch aktuell noch von Kliniken, von Ärztinnen und von Pflegekräften. Wir haben es in Deutschland geschafft, wunderschöne Berufe im Gesundheitssystem zu extrem, extrem anstrengenden Berufen werden zu lassen. Vor kurzem war ich zum Beispiel bei einer Veranstaltung des Berufsverbands für Kinder- und Jugendärzte in Bayern. Was mir dort die knapp 100 aufgebrachten Kinderärztinnen alles an Kritik entgegengebracht haben, kann ich in der Kürze der Zeit hier gar nicht vortragen. Aber ich würde mir schon wünschen, dass gerade Sie von der Union sich das auch einmal anhören würden und auch mal mitbekommen würden, wie dort über die letzten 16 Jahre gesprochen wird. Denn Sie haben es nicht geschafft, viele Reformen anzugehen. Das ändert aber nicht an der Tatsache, dass wir jetzt alle gemeinsam diesen Vertrauensverlust wieder gutmachen müssen. Nachdem wir in den letzten Jahren eher kosmetische Veränderungen vorgenommen haben, ist es endlich Zeit, das System grundsätzlich zu ändern. Denn so kann es nicht weitergehen. Mit den in der letzten Woche vorgestellten Vorschlägen für eine Krankenhausreform sind wir erste Schritte gegangen. Und natürlich gibt es vor jeder großen Reform Bedenken und Kritik. Aber ich möchte Ihnen sagen, ich bin tief davon überzeugt, dass wir mit dieser Reform genau die richtigen Schritte gehen. Wir müssen weg von einer rein leistungsabhängigen Vergütung. Gesundheitsversorgung ist eine Daseinsvorsorge. Wir müssen auch die Vorhaltekosten mitfinanzieren. Und das ist insbesondere so, das ist insbesondere in der Kinder- und Jugendmedizin so, wo wir besonders viel Personal und Zeit brauchen für die kleinen Patientinnen. Es ist aber auch klar, dass wir nicht von heute auf morgen Dinge korrigieren können, die jahrelang falsch gemacht wurden. Deswegen haben wir vor 2 Wochen auch kurzfristige Übergangshilfen beschlossen und werden unter anderem die Kinderkliniken für die nächsten 2 Jahre mit 600 Millionen Euro zusätzlich finanzieren. Und außerdem, wir haben es gerade gehört, was der Minister angekündigt hat, werden wir auch den niedergelassenen Kinderärztinnen und Kinderärzten entgegenkommen und dort die Budgetgrenzen auflösen. Leider ist es aber auch klar, dass auch diese Maßnahmen nicht schon morgen für mehr freie Betten in den Kinderstationen sorgen werden. So schnell geht das nicht. Und deswegen ist es weiterhin wichtig, Infektionsketten zu unterbrechen.
Als vor 2 Jahren die Erwachsenenstationen voll waren, haben wir weitreichende Maßnahmen gemacht, teilweise auch unnötige Maßnahmen, sogar Spielplätze geschlossen. Jetzt sind die Kinderkliniken voll und für manche ist es selbst zu viel, im ÖPNV, wo sie auf fremde Menschen treffen, eine Maske zu tragen. Das finde ich unsolidarisch. Liebe Kolleginnen und Kollegen, das Gesundheitssystem braucht dringend Reformen und wir gehen diese an. Lassen Sie mich zum Schluss aber noch eine weitere Sache sagen. Kein Gesundheitssystem der Welt, und sei es noch so gut, kann mit den Gesundheitsgefahren einer eskalierenden Klimakrise umgehen. Deswegen ist Klimaschutz auch vorausschauende Gesundheitspolitik. Vielen Dank. Nächste Rednerin für die SPD-Fraktion ist Nezahat Baradari. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren, eins vorneweg. Als Berichterstatterin meiner Fraktion für Kinder- und Jugendgesundheit und auch als praktizierende Fachärztin für Kinder und Jugendliche möchte ich der Opposition dafür danken, dass sie der schwierigen Lage der Kinderkliniken in Deutschland mit dieser Aktuellen Stunde noch einmal die dringend notwendige Aufmerksamkeit verschafft. Es ist aber natürlich nicht so, als wäre diese den Regierungsfraktionen nicht schon längst bekannt. Die aktuelle Welle an RSV-Infektionen und anderen grippalen Virusinfektionen werfen ein Schlaglicht auf einen Sektor, der schon lange unterfinanziert und unterbesetzt ist und der besonders unter den Fehlentwicklungen sowohl im ambulanten als auch im stationären pädiatrischen Bereich gelitten hat. Bereits im Krankenhauspflegeentlastungsgesetz haben wir deshalb Maßnahmen ergriffen, das wurde schon oftmals hier erwähnt, um den Kinderkliniken und Geburtsstationen kurzfristig Hilfen zur Verfügung zu stellen. Für die nächsten 2 Jahre werden wir insgesamt 840 Millionen Euro für deren Finanzierung zur Verfügung stellen. Und wir führen die PPR 2.0 Pädiatrie plus Intensiv ein. Diese kurzfristigen Reformen haben wir bereits auf den Weg gebracht. Und die langfristigen Pläne, die künftig Notlagen wie die aktuelle verhindern werden, sind längst in Arbeit. Letzte Woche stellte die Regierungskommission ihre dritte Stellungnahme und Empfehlung für eine grundlegende und moderne Krankenhausreform vor. Die Vorschläge beinhalten eine bedarfsgerechte Krankenhausversorgung mit Vorhaltepauschalen in Höhe von 60% für die Pädiatrie. Auch das wurde schon hier genannt. Die Herausnahme der Pflegebudgets und reformierte DRGs, also reformierte Fallpauschalen. Ich begrüße diese Vorschläge. Aber wer glaubt, allein durch eine sofortige Abschaffung der Fallpauschalen würden plötzlich paradiesische Zustände in die deutschen Krankenhäuser und Kinderkliniken einkehren, der irrt gewaltig. Inzwischen sind wohl viele zu jung, um sich noch an die damals durchaus guten Gründe für die Einführung der Fallpauschalen zu erinnern. Die 80er und 90er Jahre waren mitnichten die goldenen Zeiten der stationären Versorgung. Mit den Reformplänen wollen wir die leider entstandenen Fehlanreize, die im aktuellen System der Fallpauschalen enthalten sind, abbauen und somit die Fehlentwicklung der letzten 20 Jahre korrigieren. Wir wollen aber nicht einfach die Uhr zurückdrehen und mit der Gießkanne Geld über Deutschland ausschütten. Auch die Fachgesellschaften aus dem Bereich Kinder- und Jugendmedizin, und mit denen rede ich wirklich sehr oft, betonen immer wieder, es muss nicht um Quantität, sondern um Qualität gehen. Denn nichts Geringeres verdienen unsere Kinder. Da darf man auch durchaus mal applaudieren. Wir müssen den Fachkräftemangel angehen, auch wegen der demografischen Herausforderungen, die massiv auf uns zukommen. Es gibt jetzt schon beispielsweise in Berlin-Brandenburg 15% weniger Kinderkrankenpflegefachpersonal, als benötigt würde. Und dieser Trend wird sich durch Renteneintritt der Babyboomer-Generation weiter verstärken, wohlgemerkt bei einem gleichzeitigen Anstieg der Geburt in den vergangenen 10 Jahren.
Die Länder stehen hier genauso in der Pflicht. Sie müssen mehr Medizinstudiumplätze anbieten, überhaupt Ausbildungsplätze für Kinderkrankenpflege zur Verfügung stellen und ihren Part bei der Krankenhausreform und den Investitionskosten übernehmen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, die Krankheitsbilder der Kinder sind komplexer geworden. Und die Pädiatrie hat sowohl bei der großen Anzahl der Geflüchteten in den Jahren 2015 und danach und jetzt auch in der Ukraine ihr Bestes getan, um viele Kinder gut zu versorgen, in den niedergelassenen Arztpraxen und in den Kliniken. Daher möchte ich auch an dieser Stelle meinen besonderen Dank an alle Beschäftigten in der Pädiatrie richten, insbesondere an Kinderkrankenpflegerinnen und Pfleger, an die medizinischen Fachangestellten, an die Kinderärztinnen und Ärzte in unserem Land. Abschließend kann man sagen, gut, dass wir dieses wichtige Thema endlich ins Plenum tragen und darüber debattieren. Wir sind uns als Koalition aber bewusst, wir lassen keine politischen Schnellschüsse los, sondern verfolgen akribisch unsere Ziele. Die Stärkung der Pflege, die Ambulantisierung und eine Finanzierung, die sich am Bedarf und Qualität orientiert. Wir lassen kein Kind zurück. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Und jetzt erhält das Wort der Kollege Erich Ilsdorfer für die CDU-CSU-Fraktion. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich merke da auf einmal die große Liebe für die Kinder- und Jugendmedizin. Schön, sehr gut, das freut mich. Und ich kann Ihnen nur eins sagen, ein bisschen Vertrauen in unsere Minister sollen wir auf jeden Fall schon einmal haben. Hier ist eine klare Ankündigung gemacht worden, dass man hier kurzfristig für 2 Jahre mit 300 Millionen pro Jahr hier das Thema Fallpauschalen und dergleichen und auch die Vorhaltekosten und alles bezahlen wird. Das ist generell richtig, das ist notwendig, überfällig und deshalb werden wir das jetzt machen und ich glaube, dass wir das als Union auch unterstützen. Genauso richtig finde ich aber auch, dass hier von der Linken dieses Thema ins Plenum zurückgebracht wird. Deshalb diskutieren wir es hier und ich kann Ihnen nur eins sagen, meine Kollegin Zöllner hat ja das jetzt vorher schon angesprochen und ich war bei diesen Gesprächen dabei. Bitte erlauben Sie mir diese Ausführung. Es stört mich, dass sich hier Leute hier vorne hinstellen und so tun, wie wären sie die letzten Jahre nicht dabei gewesen. Wir waren in der Großen Koalition dort gesessen und wir haben das Thema generalistische Ausbildung diskutiert. Und es war eine klare Haltung der Union, dass wir gesagt haben, wir wollen hier einen funktionierenden Beruf nicht in die Generalistik implementieren, weil wir der Meinung sind, das läuft. Und es waren damals für die Kinder- und Jugendpflege hatten wir 9 Bewerbungen für eine Stelle. Heute bringen wir die Stelle nicht mehr voll. Und jetzt sich hinzustellen und so zu tun, wie die SPD sich da einen schlanken Fuß macht, kann ich nur sagen, das ist inhaltlich falsch und das ist verlogen, meine sehr geehrten Damen und Herren. So. Und da wir auch ein Teil von diesem Fehler sind, weil wir uns nicht durchsetzen konnten, kann ich nur sagen, dass wir endlich hier dieses Thema generalistische Ausbildung und somit auch die Herauslösung wieder von der Kinder- und Jugendpflege ins Parlament holen wollen. Man kann einen Fehler machen, aber wenn man sieht, dass es falsch ist und dass es ein Fehler ist, muss man es korrigieren. Und das ist meine herzliche Bitte. Es interessiert mich nicht, ob das die Länder wollen. Wir müssen hier herinnen entscheiden und das Richtige tun. Und ich kann Ihnen nur sagen, ich kann Ihnen nur sagen, das eigentliche Problem ist nicht die hohe Anzahl der kranken Kinder, sondern das eklatante Problem ist der Mangel an Personal. Und deshalb müssen wir Betten sperren, deshalb können wir die Kinder nicht versorgen. Und dass das natürlich in so einer Situation ankommt und dass die Eltern Angst haben, das ist doch vollkommen normal. Wir müssen praxisnah handeln, meine sehr geehrten Damen und Herren, und das ist notwendig. Und ich möchte auch noch etwas anbringen, dass wir auch beim Thema Geburt dieses Wissen, das wir hier generieren könnten, und wir haben ja die ganzen U-Untersuchungen und alles, was dazugehört. Ich stelle mir schon die Frage, warum wir
in Deutschland die Situation haben, dass wir einfach hier bei der Erstuntersuchung und in diesem ganzen langen Prozess an die 30 Krankheiten abklären können, andere Länder teilweise 70 und 80 Krankheiten und in Asien zum Beispiel aus dem Abfallprodukt einer Geburt der Nabelschnur Wissen generiert wird von teilweise 1000 bis 1200 Erkrankungen. Warum machen wir das nicht? Und dann heißt es immer wieder, ja, das ist der Datenschutz. Ich bin ein Fan vom Datenschutz, aber wenn der Datenschutz bessere Versorgung verhindert, dann ist das nicht in Ordnung, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und da müssen wir ran. Und ich glaube auch, dass diese Reform, dass uns die schon nach vorne bringen kann. Und ich glaube auch, dass wir als Union, und das ist ein Angebot, Herr Minister, dass wir hier bereit sind, mitzuarbeiten und dass wir bereit sind, unsere Dinge auch dementsprechend so zu formulieren, dass wir hier wieder eine Stabilität reinbekommen. Das ist doch notwendig. Und wenn ich hier höre, ja, die Länder wollen und die Länder da, kann ich nur sagen, es muss ein Zusammenarbeiten zwischen Bund und Land sein. Und wir werden diese Situation nur verbessern, wenn wir hergehen und wenn wir das gemeinsam machen. Letzter Punkt, damit man auch ein Beispiel hat. Bei der Blutabnahme. Bei einem Erwachsenen dauert das Ganze ein paar Minuten. Hier kommt eine Fachkraft her, macht es und alles ist gut. Bei dem Kind braucht man halt einfach länger. Und deshalb ist es natürlich so, dass häufig auch ein Elternteil dabei ist, dass das Kind Angst hat, dass es weint. Und da dauert es halt dann einmal vielleicht auch eine Zeit von 20 Minuten oder eine halbe Stunde. Tatsache ist aber, dass man bei der Abrechnung hier keinen Cent mehr bekommt. Und deshalb muss man das Thema der Fallpauschalen schon natürlich diskutieren. Und diese Diskussion müssen wir anfangen. Und dann müssen wir schauen, dass wir hier nicht einfach Tabula rasa machen und sagen, Fallpauschalen weg, alles ein Schmarrn, jetzt ein Spitzabbrechen. Nein, man muss klug handeln, man muss vielleicht auch ein Mischsystem machen. Und wir müssen hier ins Gelingen verliebt sein. Herzlichen Dank. Nächste Rednerin ist für die FDP-Fraktion Nicole Westig. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Laut RKI leidet fast jeder Zehnte hierzulande aktuell an einer Atemwegserkrankung. Beinahe 9 Millionen Menschen. Besonders betroffen sind Schulkinder zwischen 5 und 14 Jahren. Säuglinge und Kleinkinder leiden unter dem RS-Virus, viele mit schweren Verläufen. Das führt zu alarmierenden Nachrichten aus unseren Kinderkliniken. Viele haben keine freien Betten mehr. Zu oft müssen schwerkranke Kinder in weit entfernte Kliniken gebracht werden. Liebe Kolleginnen und Kollegen, das ist eine Entwicklung, die uns alle entsetzt. Gleichwohl kommt sie nicht überraschend. Dass Kinder sich nach Maskenpflicht und Lockdowns nun vermehrt infizieren und Atemwegserkrankungen regelrecht nachholen, war zu erwarten. Dass völlig unabhängig davon die Kinderkliniken und Kinderstationen in unserem Land große Schwierigkeiten haben, war seit langem bekannt. Trotzdem hat es über viele Jahre hinweg keine gesetzgeberische Initiative gegeben, um hier entgegenzuwirken. Die Ampelregierung war sich schnell einig, an dieser Situation etwas zu ändern, in der Pädiatrie kurzfristig für eine auskömmliche Finanzierung zu sorgen, haben wir in unserem Koalitionsvertrag festgehalten. Mit dem gerade verabschiedeten Krankenhauspflegeentlastungsgesetz sind wir den ersten Schritt in diese Richtung gegangen und unterstützen die Kinderkliniken mit jeweils 300 Millionen Euro in den nächsten 2 Jahren. Klar kommt dieser Schritt für diesen Winter zu spät, doch er ist getan und die Kinderkliniken wissen das sehr zu schätzen. Durch die extrem heterogene Patientengruppe haben Kinderkliniken enorme Vorhaltekosten. Sie müssen gleichermaßen vorbereitet sein auf das 300 Gramm leichte Frühgeborene wie auf den übergewichtigen Teenager. Diese Kosten lassen sich durch die Fallpauschalen nicht abdecken, und deshalb entlasten wir hier. Und schon bald werden weitere Schritte folgen. Wir müssen dahin kommen,
die Versorgungsstruktur aus Sicht der Familien zu denken. Auch deshalb werden wir die Richtung hin zu mehr Ambulantisierung einschlagen. Menschen werden zu Hause am besten gesund, und das gilt insbesondere für Kinder. Wir würden kein Kind länger als notwendig bei uns lassen, denn das macht kein Elternteil mit, höre ich dazu aus der Kinderklinik St. Augustin in meinem Wahlkreis. Wenn die Kinder jedoch stationär bleiben müssen, dann sind heutzutage die Eltern bei ihnen. Und darauf sind viele Kinderkliniken baulich nicht ausgerichtet. Zu kleine Zimmer, verkommene Bausubstanz. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir brauchen eine Investitionsoffensive für unsere Kinderkliniken. Der Bund geht den ersten Schritt mit der dringend notwendigen finanziellen Unterstützung bei den Vorhaltekosten. Weitere müssen folgen, aber da sind auch die Länder gefragt. Sie müssen nachholen, was sie in den vergangenen Jahren an Investitionen versäumt haben. Doch selbst wenn wir künftig finanziell besser ausstatten und auch endlich mehr investieren, stehen wir weiterhin vor einem Problem. Denn, meine Damen und Herren, Betten pflegen keine Patienten. Und auch in unseren Kinderkliniken herrscht akuter Personalmangel. Fast 40% der Kinderintensivbetten können laut DIVI deshalb nicht betrieben werden. Deshalb müssen wir auch noch einmal auf die Pflegeausbildung schauen, ja, aber nicht das Rad zurückdrehen. Aktuell gibt es nicht genug Ausbildungsplätze mit dem Vertiefungsschwerpunkt Pädiatrie. Hier sollten wir Anreize setzen, damit die Träger sich ihrer Verantwortung bewusst werden und mehr anbieten. Wir brauchen tragfähige Einarbeitungskonzepte für die erforderliche Spezialisierung nach der generalistischen Ausbildung. Hierfür müssen wir uns jetzt auf den Weg machen und für ein nahtloses Weiterbildungskonzept sorgen. Hierzu wünsche ich mir schnell entsprechende Bund-Länder-Gespräche. Einige Kommunen gehen schon mit gutem Beispiel voran. Zum Beispiel kooperieren in der Stadt Dortmund die Pflegeschulen bei der Einsatzplanung trägerübergreifend, um allen Auszubildenden sinnvolle pädiatrische Einsätze zu ermöglichen, teilweise auch mit pädiatrischer Vertiefung. Ein Modellprojekt der Akademie der München Klinik GmbH wird mit einem Konzept für kurze, aber intensive pädiatrische Einsätze der hohen Anzahl an benötigten Plätzen gerecht. Das kann sicher als Best-Practice-Beispiel dienen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir sehen, wie komplex die Schwierigkeiten für unsere Kinderkliniken sind. Die bloße Forderung nach einer Abschaffung der Fallpauschalen wird dem in keinster Weise gerecht und macht keinen Sinn. Unterstützung bei den Vorhaltekosten durch den Bund. Kommen Sie bitte zum Schluss, Frau Kollegin. Bin ich gleich. Investitionsoffensive durch die Länder und Sicherung der Vertiefung für die Krankenpflegeausbildung. Meine Damen und Herren, im Namen von uns allen möchte ich allen, die aktuell und vor allem in den nächsten Weihnachtsfeiertagen unser System der Gesundheit am Laufen halten, wir müssen jetzt ganz wirklich herzlich zum Schluss kommen. Danken. Und zum Abschluss dieser Debatte erhält Tina Rudolph für die SPD-Fraktion das Wort. Ja, vielen Dank, sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Es ist schon spannend, für welche Bandbreite an Themen man so eine Aktuelle Stunde benutzen kann. Angefangen von mal wieder unverhohlener, unsachgemäßer und unwissenschaftlicher Kritik an Corona-Impfungen und Schutzmaßnahmen bis zu, sorry, einem letzten Aufgebot dessen, dass einem die Fälle wegschwimmen, weil sich eine langjährige politische Forderung gerade vor ihren Augen durch Regierungshandeln erledigt. Zum ersten Punkt. Und liebe Fraktion Rechtsaußen, fühlen Sie sich davon bitte nicht zu sehr angesprochen. Nicht für Sie, aber vielleicht für diejenigen, die zuschauen und die vielleicht auch verunsichert sind für das, was teilweise gerade in den Medien steht, dass wir eine besonders große Welle von Grippe oder auch von RSV gerade vor uns haben, die mit Corona-Impfungen irgendwie zusammenhängen könnte oder dass die Maskenpflicht jetzt dazu führt, dass Grippewellen und RSV-Wellen nachgeholt werden. Also auf der einen Seite ist es so, dass wir bei den genannten
genannten Erkrankungen, sowohl Grippe, da sind die Saisons 2016-17 zu nennen, aber auch 2017 und 18. Und beim RSV-Virus ist es leider immer so, der Kollege Wagner hat das ja auch ausgeführt, die Kinderkliniken sind da jedes Jahr in einer sehr, sehr angespannten Situation. Also hier die Korrelation darzustellen, dass sich das an den Corona-Impfungen aufziehen würde oder auch an den Masken, das ist einfach viel zu kurz gegriffen und sachlich falsch. Was sein kann, ist, dass es in diesem Jahr eine Menge an RSV-Fällen gibt, auch deshalb, weil es im letzten Jahr eine Maskenpflicht gab. Aber auch hier ist zu sagen, dass es für Kinder insgesamt gut ist, weil das RSV-Virus gerade im ersten Jahr den verheerendsten Schaden anrichten kann und den schlimmsten Krankheitsverlauf zu erfahren lässt. Deswegen auch hier gut, selbst wenn es sich um nachgeholte Krankheitsfälle handelt, dass eben eine Infektion nicht eher da ist. Also bitte hören Sie auf, solche Sachen zu verbreiten, dass man das Immunsystem nur einfach mit irgendwas konfrontieren muss. Und dann wird das Ganze schon. Das war mir ein Bedürfnis, noch mal zu sagen, weil ich glaube, dass wir uns um Wissenschaftlichkeit und auch um Richtigstellung hier in solchen Fragen bemühen müssen. Aber jetzt auch wieder zum eigentlichen Thema, nämlich zu dem, dass die DRGs abgeschafft werden sollen, dass wir das Primat der Fallpauschalen im Gesundheitswesen natürlich überwinden müssen. Aber der Aufhänger, liebe Linksfraktion, ist ja die aktuelle Situation. Und ich glaube, wer weiß, wie gerade die Situation in den Kinderkliniken ist, wer die Berichte im Fernsehen dazu sieht, wer mit ärztlichen oder pflegerischen Kolleginnen und Kollegen redet, niemand lässt das kalt. Und es ist auch nicht so, dass wir eine solche Situation zum ersten Mal haben, sondern es ist seit Jahren leider so, dass in Kinderkliniken meistens im Herbst eine sehr, sehr prekäre Situation herrscht. Und dass wir wissen und gesehen haben, dass gerade das System der Fallpauschalen auch dazu geführt hat, dass gerade auf den Kinderkliniken in den letzten Jahren ein enormer Kostendruck lag, unter anderem auch daran zu sehen, dass wir immer weniger Kinderkliniken haben und viele eben noch geschlossen haben. Das heißt, hier ist dringend Handeln erforderlich. Was allerdings nicht redlich ist, ist zu behaupten, wenn wir uns heute darauf einigen würden oder auch wenn wir einem dieser Anträge zugestimmt hätten, das DRG-System abzuschaffen, in Klammern die Frage, und was dann, dass sich dann die Situation schlagartig verbessern wird, sondern was die Situation unmittelbar verbessert. Aber auch da darf man nicht erwarten, dass das morgen passiert, ist, dass wir die Kinderkliniken finanziell entlasten, was wir schon ab Beginn des nächsten Jahres tun werden, was für politische Prozesse ein sehr, sehr schneller Zeitraum ist und dass wir jetzt akut kurzfristig natürlich auch Dinge tun, wie dass man versucht, Personal auf andere Stationen umzuschichten, was eben sein muss. Und wir wissen, dass wir damit viel abverlangen. Und wir wissen, dass es gerade für das Personal schwierig ist, nachdem wir von einer Corona-Welle in die nächste und jetzt eben auch in die RSV-Welle gekommen sind. Und trotzdem, diese Regierung ist es, die das Problem sowohl kurzfristig durch eine finanzielle Besserstellung der Kinderkliniken, aber eben auch langfristig durch die Überwindung des Primats der Fallpauschalen angeht. Es ist diese Regierung, es ist dieser Gesundheitsminister, der den Mut hat, einen validen Vorschlag dafür vorzubringen. Und es ist das erste Mal seit Jahren, dass das passiert, nicht nur die Forderung zu äußern, die Fallpauschalen abzuschaffen, sondern einen wirklichen Gegenfinanzierungsvorschlag zu machen und zu wissen, wo wir damit nämlich eigentlich hinwollen und das Ganze in eine große Reform des Gesundheitswesens zu gießen. Deswegen, ich danke Ihnen, Herr Minister, dass Sie den Mut haben, die Regierungskommission eingesetzt zu haben, die schon nach einem Jahr enorm gute und viele Vorschläge vorgelegt hat, bei denen die ersten in die Umsetzung gehen. Und ich danke Ihnen, dass Sie den Mut haben, eine große Krankenhausreform anzustreben. Und ich danke Ihnen auch jetzt schon für die Beharrlichkeit, die das Ganze erfordern wird. Denn es ist kein leichtes Unterfangen. Das sind tiefgreifende Strukturreformen, die wir anstreben, vom Primat der Fallpauschalen zu einer größeren Finanzierung der Vorhaltekosten zu kommen, zu einer besseren Strukturfinanzierung, aber auch zu generellen Strukturumbrüchen, nämlich indem wir Kliniken in Versorgungsstufen unterteilen werden, zu kommen. All das wird Mut und Tatkraft erfordern. Aber wenn es einfach wäre, könnte das jeder. Wir müssen in dieser Legislatur damit anfangen. Wir müssen es schaffen, dass wir das Gesundheitssystem gut und zukunftsfähig aufstellen. Deswegen, Herr Minister, dabei haben Sie unsere volle Unterstützung. Liebe Kolleginnen und Kollegen, lassen Sie uns diese Reform angehen. Vielen Dank. Die Aktuelle Stunde ist beendet und, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich möchte Sie daran erinnern, dass eine Wahl läuft, die in 6 Minuten zu Ende geht. Also sollte noch, und das scheint wieder der Fall zu sein, der eine oder die andere noch nicht gewählt haben, Sie haben jetzt noch ein paar Minuten Zeit dafür, dann sollten Sie es jetzt auch schnell machen. Ich rufe auf die